So, neues angespielt. Heute die Golden Disc C91. Und da spielen wir Little Zone. Wieder ein Shooter. Laden wir mal dieses schöne Menü. Die Anleitung können wir uns sparen, weil beim Shooter gibt es nicht wirklich eine Anleitung. Das sehen wir gleich, wie es funktioniert. Laden wir gleich das Spiel. Hat auch wieder eine schöne Grafik. Ich hatte jetzt erst Lions of the Universe gespielt. Ich finde Little Zone nicht ganz so schwierig. Genau, auch mit einer schönen Grafik, wie man sieht. Gute Musik. Das Waffensystem ist hier deutlich einfacher als bei Lions of the Universe. Also ich hatte jetzt einen Doppelschuss, keine Satelliten, noch nichts Besonderes. Bis Level 2 gespielt. Soll ja auch immer nur das Spiel zeigen. Und zocken könnte er ja dann selber. Berichten, wie weiter kommt. Schauen wir mal. So, haben wir geladen. Da kommt das schöne Menü. Von 91. David Anxiety. Michael Bayer. Kennt man, wenn man die Spiele der Magic Disc geworden Golden Disc kennt. Bekannte Namen. X-Ample, Thomas Heinrich, Thomas Detter, Markus Schneider, ja, sind da auch mit dabei. Genau, da ist er schon. Und natürlich der Walter Konrad, der ja bei Magic Disc sowieso immer mit dabei war. Ja, Thomas Heinrich, Markus Schneider, Maja, Konrad, Eckhardt, Werner, Horst. Genau, was das sind. Egal. Spielbar, würde ich sagen. Schauen wir mal. Wie ich mich anstelle. Ich habe ein bisschen geübt, nicht allzu lang. Hier geht Dauerfeuer. Ging das zu Lions of the Universe? Funktioniert es hier? Das ist eigentlich auch wieder bei jedem guten Shooter auswendig lernen. Die Gegner kommen immer an derselben Stelle. Machen immer dasselbe. Und da kann man halt üben und je länger man es spielt, desto besser wird man auch. Das war bei Katakis schon so, das ist bei den meisten anderen auch so. Trotzdem werde ich hier ein paar Mal sterben, weil es immer ein paar verzwickte Stellen hat. Die dann von hinten kommen und so weiter. Und hier die Barrieren. Ups, das war sehr knapp. Oder man nicht dran denkt, dass er jemand schießt. Zack. Aber das war alles okay. So. Die grünen Dinger, die hier sind, die braucht man für die Energie. Wenn man die nicht einsammelt, dann geht einem der Sprit aus. Ach, die blaue Blase wäre jetzt ein Doppelschuss gewesen. Also bessere Bewaffnung. Das wäre gut gewesen, aber leider hat es nicht geklappt. Länger drauf bleiben. Beamschuss, der putzt mal alle weg. Ich finde es ganz nett gemacht. Es ist auch manchmal ziemlich schnell, wie man sieht. Und dann kommen sie wieder von hinten und von vorne und von überall. Hey. Ich war so blöd angestellt. Aus Doppelschuss. Eieiei. Bist du denn? Das war knapp. Das ist eine schöne Wende, die man wegballern muss. Kosten aber echt einfach. Irgendwann gibt es noch mal wieder was zu tanken. Hoffe ich. Ist aber komplett unterschiedlich. Was da für eine Farbe wann kommt, ist nicht gleich. Also das ist immer wieder an einer anderen Stelle und bei einem anderen Gegner. Und du kannst jetzt nicht sagen, jetzt kriegst du die Bewaffnung oder jetzt kriegst du das, sondern es ist halt einfach. Wenn ich nicht gleich was Grünes bekomme, bin ich eh tot. Hallo! Spread!
Rock spielt. Da gibt's das? Das hatte ich auch noch nicht. Jetzt kommt der Endgegner, wie geht der Sprit aus? Ich glaub's ja wohl nicht. Ui. Naja, aber es ging. Okay, also das war okay. Man schafft's auch so. Mensch! 4 Leben, nächstes Level. Na, gucken wir mal. Wie es denn weitergeht. Level 2 habe ich immer nur ganz kurz am Anfang, weil da waren fast alle Leben weg. Jetzt sieht es besser aus. So, das Blöde ist, hätte ich jetzt einen Doppelschuss gehabt, wäre der jetzt weg. Das heißt, man wird bei Level 2 einfach zurückgestuft und fängt dann wieder von vorne an. Das finde ich ein bisschen fies. Komm, eine bessere Waffe wäre schon nett. Jetzt muss man wissen, dass man hier hochfliegen muss, weil sonst schafft man es nicht. So weit war ich schon, aber nicht viel weiter. Aber schauen wir mal. Ja, so, weiter war ich noch nie. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Hier ist bestimmt wieder so eine fiese Stelle. Ja, genau. Die roten Dinger sind dann die Beamschüsse. Da hatten wir jetzt noch 6 Stück. Da kann man auch sammeln. Ei, ei, stirb, stirb. Oh je. Ich flieg mal hier hoch, ohne zu wissen, was passiert. Ich bräuchte mal wieder tanken. Jawohl. Mensch, ach komm. Ich wollte gerade sagen, Mensch, ich bin gut und zack, bin ich tot. Bist du bekloppt? Ach, von hinten, okay. Gut, am Anfang geht's ja noch, ne? Aber. Ach! Uff. Der Schwierigkeitsgrad zieht ordentlich an. Musst du echt auswendig lernen, das Spiel, wissen, schaffst du es nicht. Und Endgegner oder was? Sieht fast. Nein! Oh, boah. Also erst nach unten, dann nach oben. Okay. Oh. Ich packe so ein bisschen im Spiel, ne? Ach ja, war alles rum. Ich muss nach unten fliegen und dann muss ich nach oben fliegen. Na, gucken wir mal, ob wir es noch schaffen. Ich finde es ja schon manchmal ein bisschen fies, was die da fabrizieren, oder? Also. Meine Güte. Jetzt kommt noch einer, oder? Nee. Ja klar! Na gut. Das war Level 2 gewesen. Also wie man sieht, ist gar nicht so einfach. Macht aber schon irgendwie Spaß. Es ist von der Grafik her nicht schlecht. Man darf jetzt nicht immer alles mit Katakis vergleichen oder R-Type. Für die Gold-Disc-Ausgabe ist es ein schönes Spiel. Und guckt es euch mal an. Schauen wir uns die Highscore an, was da für eine Musik kommt. Rödel, rödel. Das lädt jetzt ein bisschen länger von Level 2. Okay. Aber wahrscheinlich vorher was den Speicher behalten, jetzt nicht mehr. Ja, ein New Number One. Na dann. Gucken wir uns das mal an. Passt da genau hin? Speichert durch nichts, weil ich will die Originaldiskette im Original lassen. Ich glaube, die ist auch schreibgeschützt, da geht's eh nicht. Jo. Das war's schon mit Little Zone. Wie gesagt, Golddisk 1091. Ist es mit drauf. Könnt ihr herunterladen, anzocken. Viel Spaß dabei. Ciao.